Für die Linksfraktion hat Frau Artus das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen, die Gesundheitssenatorin hat einen Konsolidierungshaushalt im Zeichen der Schuldenbremse vorgelegt. So hat sie ihn in der ersten Beratung zum Haushalt angekündigt. Zum Teil geht es ihr wie dem Sozialsenator. Ein großer Teil des Etats machen gesetzliche Leistungen aus. Da wird der politische Handlungsrahmen immer kleiner, wenn man sich selbst diktiert hat, keine Schulden mehr machen zu wollen. Die Hilfen zur Pflege steigen auf 203 Millionen Euro in 2015 und auf 208 Millionen Euro in 2016 an. Der Maßregelvollzug kostet von Jahr zu Jahr mehr Geld und auch die Eingliederungshilfen für Suchtkranke steigen, auch wenn diese beiden Posten weniger umfangreich sind. Die Verbraucherzentrale muss sich mit 850.000 Euro begnügen und der Hamburger Tierschutzverein wird 2 Millionen Euro bekommen. Ist vor allem für die Verbraucherzentrale viel zu wenig, wenn man sich die gesellschaftlichen Leistungen anguckt, die von diesen beiden Einrichtungen erbracht werden. Am Gesundheitsetat wird besonders deutlich, wohin der Kurs der SPD führt. Die vielen Einrichtungen, die Zuwendungen empfangen, bekommen ihre Tariferhöhung nicht ausgeglichen. Das ist nichts anderes als Tarifflucht, verehrte SPD-Fraktion. Und ich finde es beschämend, dass ausgerechnet die SPD diesen Kurs beibehält. Und es ist mehr als ein Zeichen anzusehen, dass Grüne, CDU und Linke zusammen einen Antrag zur AIDS-Hilfe gestellt haben. Und lieber Martin Schäfer, die Rede war witzig, streckenweise, sie war aber im Grunde wirklich purer Klamauk, weil Sie sich hier hinstellen und so tun, als wissen Sie nicht, was gemeint ist. In der ersten Haushaltsberatung haben wir Sie darauf hingewiesen, dass die AIDS-Hilfe Kündigungen aussprechen muss, wenn die Finanzierung so beibehalten wird, wie das im Haushaltsplan vorgesehen ist. Sie haben das mit Nichtwissen kommentiert, auch die Senatorin. Und anscheinend haben Sie sich bis heute nicht die Mühe gemacht, bei den Kolleginnen und Kollegen der AIDS-Hilfe mal nachzufragen. Das finde ich wirklich peinlich. Die Linke möchte mehr Investitionen in die Gesundheit und in den Verbraucherschutz. Und sie möchte mehr Einblick in Entscheidungsspielräume, in der gesundheitlichen Versorgung. Wir möchten, dass die gesetzlichen Leistungen langfristig nicht mehr steigen, sondern sinken, damit Politik wieder Handlungsspielräume bekommt. Aber sie werden erst sinken, wenn betroffene Menschen, wenn die Pflege für die betroffenen Menschen bezahlbar wird, auch wenn sie kein großes Einkommen haben. Und die Anträge der SPD, der Antrag zur SPD zu neuen Wohn- und Pflegeformen ist daher aus unserer Sicht auch nicht ehrlich, weil er die Probleme der Pflege und von pflegebedürftigen Menschen nicht benennt. Stattdessen soll ein Programm für Wohn- und Pflegeformen auferlegt werden, von dem Sie die Bürgerschaft noch nicht einmal grob umrissene Vorstellungen vermitteln. Und dafür sollen Umschichtungen von 1,5 Millionen Euro erfolgen. So ein Antrag müsste gründlich finanziert diskutiert werden. Sie würden uns so einen Antrag um die Ohren hauen. Das tun wir jetzt auch. Ein Freifahrtschein bekommen Sie von uns dafür nämlich nicht. Die CDU-Anträge finden wir teilweise unterstützenswert. Die Stärkung der Suchtberatung stimmen wir zu, auch der Sicherung und den Ausbau im Bereich Lebensmittelrecht. Da haben Sie sich wirklich sehr engagiert und das wissen wir auch zu würdigen. Aber Ihr Vorschlag bezüglich der Seniorengenossenschaften findet bei uns keine Zustimmung. Und das habe ich Ihnen auch schon im August letzten Jahres gesagt. Seniorenpolitik erschöpft sich nicht in Klienteldenken, sondern indem man sie einbettet in allgemeine Sozial- und Stadtentwicklungspolitik und hier im Konkreten dem sozialen Wohnungsbau. Und dann wollen Sie einen Koordinator oder eine Koordinatorin für das Wohnen im Alter installieren und damit quasi eine Parallelstruktur schaffen. Melden Sie sich doch, Herr Ritter. Die Linke möchte hingegen bestehende Strukturen in den Bezirken stärken und ausbauen. Sie aber wollen einen Posten schaffen, dessen Aufgabenvolumen ich mir wirklich nur ganz ungefähr vorstellen kann und was faktisch, wenn ich mir das dann anschaue, auch gar nicht zu bewältigen ist. Die Linke fordert auch im Rahmen des neuen Doppelhaushaltes für den Aufgabenbereich der Gesundheit und
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz eine vollständige Übernahme der Tarifsteigerung. Des Weiteren eine Stärkung der Beratungszentren für Seniorinnen und Senioren, des Verbraucherschutzes, eine bessere finanzielle Ausstattung der Selbsthilfegruppen, der Suchtselbsthilfe und eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Danke, dass Sie die konkreten Zahlen noch mal so benannt haben, Herr Dr. Schäfer. Außerdem wollen wir, dass Hamburg ein Zeichen setzt und sich bei der reproduktiven Gesundheit besser engagiert. Die von den Vereinten Nationen einberufene internationale Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung in Kairo begründete 1994 das Recht auf reproduktive Gesundheit, das aber immer noch nicht, auch nicht in diesem Land verwirklicht ist. Daher wollen wir 1,5 Millionen Euro mehr oder überhaupt für kostenlose Verhütungsmittel. Für Gesundheitspflege, ich will das noch mal kurz erläutern, weil es vielen auch nicht so transparent ist. Für Gesundheitspflege, dazu gehört es nämlich, werden im Hartz-IV-Regelsatz lediglich 16,80 Euro monatlich berücksichtigt. Allein die Pille kostet 13 Euro im Monat. Sichere Verhütung darf aber nicht am Geldbeutel scheitern. Und andere Städte wie Berlin, Flensburg, Lübeck, Dortmund haben mit diesem Programm beste Erfahrungen gemacht. An der Gesundheit zu sparen, ist nicht richtig. Aber jede dritte frei werdende Stelle in der Gesundheitsbehörde soll nach Auskunft der Senatorin Prüfer Storks nicht mehr wieder besetzt werden. Das wird sich fatal auswirken und vermutlich werden sich dann sogar die Prophezeiungen der FDP hier bald erfüllen, dass sich die Gesundheitsbehörde selbst abschafft. Und ich denke aber, Sie werden das meiner Meinung nach überhaupt nicht einhalten können, was Sie hier sich vorgenommen haben. Aber solange Sie sich eben wirklich vom Diktat der Schuldenbremse scheuchen lassen, werden Sie keine Politik entwickeln, die Gesundheit wirklich sozial definiert, sondern eher die Gesundheit zur Ware definiert. Das wäre schade. Drehen Sie Ihren Kurs bei, machen Sie es vernünftig. Sie können das. Applaus